Wenn man PowerPoint startet, dann wählt man zuerst aus, welche Art von Präsentation man erstellen möchte. Man kann hier wählen zwischen einer leeren Präsentation, das ist quasi wirklich, da ist noch gar nichts da, ein weißes Blatt Papier, oder man kann sich von PowerPoint vorgefertigte Designs aussuchen. Hier gibt es bereits einige Designs. Man kann jetzt entweder hier auf weitere Designs klicken oder man kann auch hier auf neu klicken. Und dann erhält man hier auch einige Designs, aus denen man wählen kann. Ich wähle jetzt einfach hier mal aus einem Design. Ich nehme hier zum Beispiel das Designpaket. Wenn ich das anklicke, kann ich mir hier einerseits weitere Vorschaubilder ansehen. Also quasi wie dieses Design ausgelegt ist, so von den Farben her. Ich kann natürlich dann eigene Inhalte einspielen, weil sonst hätte die Präsentation nicht viel Sinn, wenn ich immer diese Vorlagenpräsentation hätte. Aber ich kann mir das Design anschauen. Und ich kann hier zwischen den unterschiedlichen, also es gibt hier vier Vorlagen, vier Farbvorlagen, aus denen man mal quasi wählen kann am Anfang. Hier zum Beispiel das Blaue. Jetzt kann ich mir dann auch ein bisschen durchklicken. Hier das Gelbe, hier das Gräuliche und so weiter. Ich nehme jetzt da hier die gelbe Vorlage und wenn mir das passt, klicke ich hier auf Erstellen und habe dann eine Vorlage mit einer Titelfolie. Das ist mal ganz wichtig, im PowerPoint spricht man eigentlich nicht von Seiten wie bei Word, sondern man spricht von Folien. Man gestaltet Folien sowie Overhead-Folien, nur dass die halt nicht auf einen Overhead-Projektor gelegt werden, sondern dass die dann zum Beispiel mit dem Beamer an die Wand projiziert werden. Ich habe das Fenster ist im Prinzip zweigeteilt, das Arbeitsfenster. Ich habe hier die aktuelle Folie und hier links werden mir dann untereinander alle Folien angezeigt, die ich habe. Ich kann auch, wenn ich hier dazwischen hinfahre, hier ist so eine Linie, dann kriege ich so einen Pfeil, der nach links und rechts zeigt. Wenn ich jetzt mit linke Maustaste gedrückt halte, dann kann ich entweder nach links ziehen, wodurch die Arbeitsfolie größer wird und hier die Vorschau der bestehenden Folien kleiner wird. Oder ich kann auch umgekehrt nach rechts ziehen, wodurch die Vorschau hier größer wird und die Arbeitsfolie, wo ich arbeite, kleiner wird. Das ist nämlich eher nicht so empfehlenswert, weil ich arbeite ja hier im rechten Bereich. Das heißt, ich ziehe es meistens eher so hin, dass ich möglichst viel Platz zum Arbeiten habe und hier nur eine kleine Vorschau habe auf alle anderen Folien, die ich besitze. Wenn ich mir hier diese Folie gemacht habe und ich möchte vielleicht noch was an diesem PowerPoint-Design ändern, dann kann ich hier oben auf die Registerkarte Entwurf klicken. Also gleich wie bei Word, Start ist die Ausgangsregisterkarte, wo ich die Schriftart finde, wo ich Fett Kursiv einstellen kann, wo ich die Farbe einstellen kann, wo ich die Absatzausrichtung einstellen kann, zentriert, Blocksatz und so weiter. Und dann gibt es oben eben wie in Word auch weitere Registerkarten. Und die Registerkarte, wo ich hier noch was ändern kann vom Design her, finde ich unter Entwurf. Ich kann hier entweder ein komplett neues Design wechseln, ändern im Vergleich zu dem, das ich vorher hatte. Also hier aussuchen, kann hier auch noch nach Design suchen. Oder ich kann beim bestehenden Design bleiben und kann mich hier in dem Bereich hier zwischen Varianten wählen. Da klicke ich hier drauf, kann hier auf Farben gehen und kann hier zwischen unterschiedlichen Farbvarianten wählen. Vorher, wie wir begonnen haben damit, gab es ja nur vier Farbvarianten zur Auswahl. Hier gibt es noch mehrere Farbvarianten, aus denen ich wählen kann. Ich nehme jetzt zum Beispiel die Farbvariante und dann ändert sich das automatisch. Ich kann hier theoretisch auch die Foliengröße ändern. Das ist ganz wichtig, wenn es mir darum geht, in welchen Format das dann quasi ausgestrahlt werden soll, im 4 zu 3 Format oder im Breitbildformat. Ich bleibe hier mal jetzt mal bei Breitbild. Ich könnte hier auch den Hintergrund formatieren. Das ist vor allem dann interessant, wenn ich eine leere weiße Folie habe. Hier könnte ich, ist es immer einfarbig ausgewählt, hier könnte ich mir eine Farbe aussuchen und dann selbst einfärben. Also das, was ich hier quasi als Variante gemacht habe, könnte ich auch nochmal selbst einfärben. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich bleibe dabei, deswegen drücke ich hier auf Hintergrund zurücksetzen und jetzt ist es so wie am Anfang. Ich kann hier noch andere Farben auswählen, kann hier einen Farbverlauf wählen, kann jetzt einen vorgefertigten Farbverlauf mir aussuchen.
kann hier aber auch wechseln, kann zum Beispiel sagen, der Typ soll nicht radial sein, sondern zum Beispiel linear oder Pfad oder rechteckig und so weiter. Ich kann auch hier die Farbverlauf-Stops wählen, das heißt, ich kann sagen, ich beginne hier und dadurch ist das Ganze jetzt noch ein bisschen dunkler. Ich kann die Transparenz verändern, wodurch das sich auch hier wieder ein bisschen ändert. Ich kann die Helligkeit verändern auf heller oder noch dunkler und so weiter. Also hier kann ich, oder hier kann ich den Winkel zum Beispiel ändern. Ja, also das kann man dann einfach durchprobieren. Man kann auch eine Musterfüllung machen, theoretisch. Also hier gibt es ganz viele Dinge, aus denen man auswählen kann. Einfach ein bisschen sich selbst damit spielen und ausprobieren. Ich drücke jetzt hier unten wieder auf Hintergrund zurücksetzen, wodurch ich wieder bei der Ausgangsauswahl bin. Gut, ich schließe das jetzt hier wieder mit X, damit ich wieder die volle Arbeitsfläche zur Verfügung habe. Gleich wie im Word habe ich hier unten meinen Zoom-Bereich, wodurch ich hier in dem Arbeitsbereich noch weiter reinzoomen kann oder auch weiter rauszoomen kann. Ganz praktisch ist übrigens ganz hier rechts neben dem Prozentzahl dieses Symbol, das heißt Folien aktuelles Fenster anpassen. Wenn ich das klicke, dann wird hier meine Arbeitsfolie automatisch auf die Fenstergröße hier optimiert und dann ist nichts abgeschnitten und ich habe es maximal groß.